Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit einem Suzuki Jimny. Dieser kleine Geländewagen hier wird befeuert von einem 1,5 Liter Vierzylinder Benziner. Und wir wollen jetzt mal schauen, was braucht so ein kleines, kastiges SUV eigentlich auf 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und natürlich über die Autobahn. Unser Suzuki hier, der hat einen Vierzylinder 1,5 Liter Benziner an Bord. Der liefert 75 kW bzw. 102 PS, maximal 130 Newtonmeter Drehmoment und soll verbrauchen im Mittel, also im Durchschnitt 6,8 Liter. Also eine relativ große Zahl für so ein kleines Auto. Was man beim Suzuki noch wissen muss, das ist ein heckangetriebenes Fahrzeug, das zuschaltbaren Allrad hat. Und unser Suzuki hier hat ein 5-Gang-Handschaltgetriebe. Es gibt ihn aber auf Wunsch auch mit einem 4-stufigen Automatikgetriebe. Wie immer fahre ich jetzt 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Normale Fahrt, also so wie man so ein Auto halt fährt. Und kurz zu den Voraussetzungen. Wie immer habe ich die Klimaanlage eingeschaltet, denn heute wird es wirklich warm. Und bei mir ist die eingestellt auf 22 Grad und auf kleinste Lüftungsstufe, um dieses Geräuschniveau der Lüftung ein bisschen im Zaum zu halten. Außerdem ganz wichtig für euch, wir haben aktuell draußen angezeigt 28 Grad Celsius. Im Schatten ist aber relativ schwer, heute Schatten zu finden. Also von daher, wie gesagt, müssen wir da vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, wenn wir nachher den Verbrauch ermitteln, dass die Klimaanlage die ganze Zeit zu arbeiten hatte. Noch eine kurze Info vorab für alle, die das noch nicht so oft gesehen haben. Dass ihr diese Kamera sehen könnt, liegt einfach daran, dass es hier im Suzuki alles relativ eng zugeht und ich ganz einfach hier vorne nicht genug Platz habe, um zwischen dem Lenkrad und dem Armaturenbrett eine Kamera zu montieren, die ihr normalerweise sehen würdet, beziehungsweise die ihr dann eben nicht sehen würdet, aber die Ansicht würdet ihr sehen. Deswegen habe ich die eingebaut, einfach nur damit ihr zumindest eine Ansicht vom Tacho und von den Durchschnittsverbräuchen und so weiter habt. Was ganz wichtig bei dem Suzuki ist, das ist halt ein sehr witziges Auto von außen, vor allem in der Farbe, die ich hier habe. Der ist sehr hoch, hat viel Bodenfreiheit, ist sehr kurz und hat vorne wie hinten auch Starrachsen mit normalen Stahlfedern, meine ich, verbaut und ist dementsprechend nicht so das beste Auto, um auf der Straße schnell zu fahren. Und deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich hier auf den Landstraßen, wo ich es dürfte, nicht zwingend 100 fahre. Denn es gibt hier Kurven, wenn ich die mit der möglichen Maximalgeschwindigkeit fahre, dann komme ich heute nicht mehr nach Hause. Aber dazu später nochmal mehr. Sprechen wir nochmal über das Thema Platzangebot im Suzuki Jimny. Also als großer Mensch mit rund 1,95 sitze ich hier vorne im Grunde genommen gar nicht schlecht. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch fast eine Handbreit Luft bis zum Dach, also Kopffreiheit gibt es genug. Die Entfernung zum Lenkrad ist, wie ich finde, völlig in Ordnung. Ich sitze jetzt nicht unbequem, aber natürlich ist das Platzangebot hier nicht großzügig. Wo man es besonders merkt, das ist bei den Schultern. Denn ich habe hier links kaum Platz neben der Schulter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand von meiner Statur neben mir sitzen würde, dann würden wir garantiert Schulter an Schulter kuscheln. Und da sieht man mal die Innenraummaße. Die sind hier im Suzuki nicht unbedingt großzügig. Nichtsdestotrotz reicht es hier vorne aber wirklich vollkommen auch für zwei größere Leute. Und dafür ist es eben ein kleines, doch sehr kompaktes Auto. Wenn wir uns die Rückbank anschauen, dann sieht es so aus, dass da eigentlich nicht wirklich viel Platz ist. Natürlich kann da ein Kind sitzen, aber ich will es mal so erklären. Ich habe heute meine beiden Kinder mitgenommen im Auto, um sie zum Bus zu bringen, zur Schule. Und die Busse teilen den Beifahrersitz und die Rückbank. Und es gab richtig Zoff, wer darf vorne, wer darf hinten sitzen. Denn hinten ist es nicht so richtig bequem. Nichtsdestotrotz, wenn man den Beifahrersitz ein Stück weiter nach vorne stellt, passen da natürlich auch zwei Kinder hin. Die sind übrigens 11 und 13, also die sind jetzt auch nicht gerade klein gewachsen. Aber hinter mir zum Beispiel zu sitzen, ich denke, das ist eher was,
wenn du ein Kind hast, das überhaupt nicht hört, dann drohst du ihm damit, du musst jetzt mal eine Stunde hinter Lars sitzen. Dann weißt du ungefähr, wie viel Platz hier ist. Während ich hier so durchs Dorf tucker, können wir mal kurz über die Preise von dem Suzuki Jimny sprechen. Es gibt das Fahrzeug im Grunde genommen in nur zwei Ausstattungen, nämlich einmal Komfort und einmal Komfort Plus. Die Basisvariante des Fahrzeugs mit dem 1,5 Liter Benziner, die kostet ganz knapp unter 18.000 Euro. Und wenn man die Luxusversion quasi kaufen möchte, die Komfort Plus, dann liegt die bei ganz knapp unter 20.000 Euro. Wer lieber ein Automatikgetriebe fahren will, wobei das ist ein Viergang-Automatikgetriebe, also würde ich auf jeden Fall vorher Probe fahren, der muss ungefähr 19.000 Euro anlegen. Dafür gibt es das Fahrzeug aber auch nur in der Komfortausstattung und nicht in der höheren Komfort-Plus-Ausstattung. Und das würde ich mir sehr genau überlegen. Denn wichtig beim Suzuki Jimny ist, die Komfortausstattung, die hat so alles, was man zwingend braucht. Die Komfort-Plus-Ausstattung, die hat alles mit an Bord. Dazu gehört ein Navi, dazu gehören LED-Scheinwerfer, dazu gehört eine Klimaautomatik, also extrem viel. Was da genau zugehört, liste ich euch gleich nochmal hier auf. Aber die kleinere Variante, also die automatikgetriebene Variante, davon gibt es eben nur die Komfortvariante. Und ganz wichtig beim Jimny, worauf ich hinaus wollte, ist, ihr könnt keine Extras dazu kaufen. In der Preisliste steht ganz klar drinne, das ist Serie und das ist nicht verfügbar, also auch nicht gegen Aufpreis. Und das heißt, meiner Meinung nach, wenn ihr das Auto nicht jetzt nur im Forstbetrieb fahren wollt, sondern als Alltagsfahrzeug fahren wollt, dann würde ich mich auf jeden Fall für die Plus-Variante entscheiden. Denn dann habt ihr tatsächlich alles das, was ihr braucht, automatisch mit an Bord. Und das ist die 2000 Euro garantiert wert. Jetzt muss ich hier mal eben einen Traktor überholen. Also ganz wichtig, wenn ihr, wie gesagt, das Auto jeden Tag fahren wollt, im Alltag und ein bisschen Komfort wünscht, dann bestellt auf jeden Fall die Komfort Plus Variante. Denn da habt ihr tatsächlich alles an Bord. Wenn ihr nur die Komfort Variante bestellt, da ist das Wichtigste mit dabei. Aber da seid ihr von Luxus oder von dem, was man heutzutage an vernünftiger Ausstattung erwartet, weit weg. Wo wir gerade über das Thema Ausstattungsvarianten gesprochen haben, mal kurz ein bisschen was zur Technologie hier an Bord. Wenn ihr diese Komfort Plus Variante bestellt, dann habt ihr, wie schon gesagt, unter anderem LED-Scheinwerfer mit an Bord. Ihr habt ein Navigationssystem mit an Bord. Ihr habt Apple CarPlay, Android Auto mit an Bord. Funktioniert alles ganz ordentlich, so wie man es erwartet. Und ihr habt halt auch eine Klimaanlage mit an Bord, also eine Klimaautomatik sogar, eine Klimatronic. Und das ist tatsächlich so, dass der Wagen damit wirklich vernünftig ausgestattet ist. Wichtig ist aber auch, und das hat mich tatsächlich total überrascht, ebenfalls mit an Bord ist zum Beispiel eine Verkehrszeichenerkennung und auch ein Tempomat. Und das finde ich für so ein wirklich kleines, preiswertes Auto doch ganz erstaunlich. Vor allem das mit der Verkehrszeichenerkennung hat mich so ein bisschen irritiert. Die funktioniert übrigens ganz gut, wobei man da dazu sagen muss, sie erkennt auch zum Beispiel Sachen wie ein Überholverbot. Sie erkennt aber nur bedingt Geschwindigkeitsbeschränkungen, die eingeschränkt werden. Also zum Beispiel, wenn es heißt 80 bei Regen oder 80 für einen 7,5 Tonner oder bis 7,5 Tonnen oder ab 7,5 Tonnen, so rum wird es in den Schuh draus, dann zeigt sie euch nur an, ich habe ein Temposchild erkannt mit einem Zusatz, aber nicht wie der Zusatz aussieht. Das heißt, das ist dann nur ja, bedingt eine Verkehrszeichenerkennung, aber für den Alltag reicht es völlig. Und wie gesagt, für so ein Auto finde ich das absolut überraschend. Was der Jimny ebenfalls bietet, finde ich ganz gut zum Thema Sicherheitssysteme. Er hat einen Notbremsassistenten mit an Bord, der tatsächlich warnt und der im Zweifelsfall auch bremst. Und das finde ich persönlich sehr wichtig und sehr gut, denn das vermeidet einfach Auffahrunfälle. Der ebenfalls hier an Bord befindliche Spurhalteassistent oder Spurhaltewarner, da bin ich jetzt kein großer Fan von, weil das, was der macht, ist, da vibriert das Lenkrad ein bisschen, sehr schwach übrigens, wenn ich über eine durchgezogene Linie oder die Linie fahre. Den kann ich ausschalten, wenn ich dann aber dennoch über die Linie fahre, dann wird zwar nicht mehr gewarnt, also vibriert, aber ich habe immer noch die Anzeige im Cockpit und ganz im Ernst, das kann einem ganz schön auf den Wecker gehen, wenn man jetzt ein bisschen mehr in der Stadt oder so unterwegs ist oder auf einer Landstraße mit engen Straßen und permanent rechts oder links die Linie touchiert oder ihr zu nahe kommt, dann wird es auf Dauer ziemlich nervig, wenn hier vorne im Display permanent umgeschaltet wird auf die Spurverlassenswarnung. Aber auf der anderen Seite, er funktioniert. Aktives Zurücklenken gibt es hier nicht.
Wenn wir uns den Suzuki Jimny von vorne anschauen, fällt zuallererst mal auf, schmal ist er. Denn er ist nur 1,64 Meter breit. Und das nächste, was auffällt, ist ganz klar die Farbe unseres Testwagens. Die nennt sich Kinetic Yellow. Und übrigens, Aufpreis für eine Metalllackierung sind bei dem Suzuki Jimny 500 Euro. Was außerdem von vorne auffällt, ist etwas, das sich durchs ganze Auto zieht, nämlich die, sag mal, Grunddesignform. Die ist einfach eckig. Das heißt, wir sehen hier vorne, allein schon beim Kühlergrill, sehr viele gerade Linien, alles sehr boxy, würde ich sagen, strukturiert, auch hier unten den Stoßfänger. Sieht alles sehr robust von vorne aus, ist Kunststoff und wie wir sehen könnten, nicht gerade super dick, aber reicht völlig für den Zweck und hat den Vorteil, ist leicht. Außerdem wichtig bei dem Jimny, wenn ihr den Kühlergrill nicht mögt, dann gibt es noch einen sogenannten Adventure-Kühlergrill gegen Aufpreis. Da habt ihr dann nicht das Suzuki-Logo drin, sondern den Suzuki-Schriftzug. Wichtig außerdem beim Suzuki Jimny ist, den gibt es nur in zwei Ausstattungslinien, nämlich Komfort oder Komfort Plus. Wenn ihr die Komfort Plus Variante wählt, zu der ich auf jeden Fall raten würde, dann habt ihr das, was wir haben, nämlich serienmäßig LED-Scheinwerfer. Übrigens, bei beiden Ausstattungslinien ebenfalls Serie sind Nebelscheinwerfer. Ansonsten kann man von vorne direkt sehen, er steht für seine, naja, dafür, dass er relativ schmal ist, steht er doch wieder breit auf der Straße. Das zieht zum einen an den Rathausverbreiterungen, die wir haben, und zum anderen wirkt er irgendwie so ein bisschen, ja, breiter, weil er eben so schmale Räder hat, die so weit außen sitzen. Und man kann natürlich auch von vorne sehr schön sehen, wie hoch der Jimny liegt. Und das hat den großen Vorteil, dass er da, wo er wirklich zu Hause ist, nämlich im Gelände, dann auch eine gute Figur machen kann. Was übrigens ganz witzig ist bei dem Jimny mit seinem 5-Gang-Handschaltgetriebe, ihr müsst nicht besonders viel schalten. Also wenn man den Wagen erstmal im 5. Gang hat, mehr gibt's ja nicht, dann könnt ihr damit gemütlich über Land oder auf der Autobahn fahren, wenn ihr in die Stadt kommt. Und ihr fahrt 50, geht das im Grunde genommen auch im 5. Gang. Das mache ich jetzt hier gerade. Der dreht dann so bei 1500 Umdrehungen, spart entsprechend Sprit. Wenn ich dann natürlich das Gas durchtrete, passiert nicht viel. Deswegen schalte ich häufig innerorts dann doch nochmal in 4. runter. Aber mehr als das muss ich eigentlich kaum tun. Es sei denn, es kommt dazu zu einem Stand oder zu einem, ja, Stau, wo ich dann doch mal den unteren Gang brauche. Aber ansonsten kann ich den ganz bequem im 4. oder 5. Gang im Ort fahren. Und im 4. Gang, wenn man dann das Gas durchtritt, passiert eigentlich auch genug. Das Auto ist eben leicht. Wir reden hier über, ich glaube, 1170 Kilo oder sowas. Also nicht wirklich so viel. Und da reichen eben diese Daten des Motors, die Leistungsdaten, völlig aus, um den Wagen, sagen wir, zumindest hier bei geringeren Geschwindigkeiten wie innerorts wirklich vernünftig zu bewegen. Interessanter wird es dann, wenn man mit dem Auto schneller fahren will, aber dazu mehr, wenn es auf die Autobahn geht. Der Suzuki Jimny, der ist 3,64 Meter lang, aber 1,70 Meter hoch. Wenn wir uns das Auto von der Seite anschauen, das Erste, was als Eindruck entsteht, ist klar, der sieht aus wie eine G-Klasse in klein. Ist er aber nicht. Aber was meine Idee war, dass der Designer wahrscheinlich die Aufgabe gekriegt hat, mach mir mal ein Auto, nur rechte Winkel. Denn genauso sieht er aus. Alles ist gerade, selbst die Frontscheibe ist nur minimal geneigt. Und das gibt dem Jimny halt so seinen typischen Look. Wichtig beim Fahrzeug, wenn wir uns die Seite anschauen, ist, wir haben hier unter diesen Verbreiterungen, den Kotflügelverbreiterungen, Felgen, 15 Zoll sind die groß. Bei der Normalausstattung, also bei der Komfortausstattung, sind Stahlfelgen. Bei uns in der Komfort Plus Ausstattung sind es Aluräder. Und wenn wir uns die Räder anschauen, ganz wichtig, hier sind All-Terrain-Reifen verbaut. Und das hat den großen Vorteil, wenn wir damit Offroad fahren, dass wir ein bisschen mehr Grip haben. Außerdem, wenn wir uns das Design so anschauen, wir haben halt diese Komfort Plus Version. Das heißt, wir haben hier die Außenspiegel in schwarz lackiert. Normalerweise sind die nur schwarz. Ich würde tippen, dann sehen die so aus wie die Rathausverbreiterung. Und ganz wichtig bei unserem Fahrzeug, ebenfalls durch die Komfort Plus Ausstattung, wir haben ab der B-Säule das sogenannte Privacy Glass, also das heißt abgedunkelte Heckscheiben. Wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, wichtig beim Jimny ist natürlich, der hat Mörderfederwege und der hat eine große Bodenfreiheit. Für so ein kleines Auto immerhin 20 cm und damit ist er perfekt vorbereitet, um Offroad zu fahren. Und ein ganz wichtiger Aspekt beim Auto, wenn wir weiter das Ganze hier anschauen, ist das Heck. Denn das hört quasi direkt nach dem Hinterrad auf. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich mir hinten, wenn ich durch irgendwelche Senken fahre, überhaupt nichts kaputt machen kann und logischerweise auch nicht aufsetzen werde. Wenn ihr übrigens mal hier hinter den Reifen und die Felge schaut, dann seht ihr, dass dieser komplette Radlauf hier überhaupt nicht verkleidet ist. Ich kann hier sogar die Schläuche und die Rohre sehen. Und das gilt übrigens auch für den Unterboden im Fahrzeug. Ich sehe da unten die Aufhängung der Federn. Und das ist ganz einfach hier. A, es ist preiswerter und außerdem geht beim Suzuki Swift ganz klar praktisch vor schön. So, was wir jetzt noch schön besprechen können, ist das Thema Fahrwerk und Lenkung.
Und das ist ein Thema, wo der Jimny auf der Straße bei mir leider komplett durchfällt. Suzuki oder auch, na, sagen wir andersrum. Viele Leute nennen den Jimny gerne eine kleine G-Klasse, weil der so boxy ist, so, und also die Kastenform hat. Und was er mit der alten G-Klasse gemein hat, ist die Lenkung zum Beispiel. Nicht was die Qualität angeht, nicht falsch verstehen. Nicht, dass mir jetzt wieder die G-Klasse-Freunde auf die Hörner geben. Nein, es geht ums indirekte Lenken. Denn wenn ihr mit dem Auto hier über Land fahrt und ihr habt so ein paar Kurven, so wie ich jetzt gerade, dann lenkt ihr ein, dann zählt ihr bis zwei und dann reagiert das Auto. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber im Grunde genommen ist es so. Ihr habt immer das Gefühl, dass der Wagen in der Mitte so ein bisschen Spiel hat. Also es passiert hier in dem Bereich nicht wirklich viel. Ich merke es, aber es ist nicht so direkt. Und wenn ich eben eine etwas kurvigere Strecke fahre, dann ist es wirklich so, dass es fühlt sich ein bisschen, als würde er leicht verzögert überhaupt erst in die Kurve gehen. Und dann kommt noch dazu, wenn man es ein bisschen sportlicher angehen wollte, dass der Wagen schnell ans Limit kommt. Also so Strecken, die ich quasi täglich fahre, wenn ich die mit der normalen Geschwindigkeit fahre, die ich mit anderen Autos fahre, so wie jetzt hier gerade, dann hat man so das Gefühl, nimm mal lieber ein bisschen Gas raus, fühlst du dich einfach wohler. Dafür ist das Auto definitiv nicht gemacht. Zum Thema Fahrwerk, im Grunde genommen ist er, wie ich finde, relativ komfortabel. Was er aber hat, das seht ihr jetzt vielleicht ein bisschen, er hat halt ein relativ weiches Fahrwerk, damit er da, wo er eigentlich zu Hause ist, nämlich im Gelände, einen vernünftigen Job machen kann. Das ist bei dem Auto zum Beispiel ganz witzig, wenn ich einsteige, dann wippt das Auto einmal. Ja, ich bin ein bisschen schwerer, aber trotzdem, das Auto wippt. Und wenn ihr euch mit dem Auto einfach im Stand mal hinstellt, können wir vielleicht gleich mal kurz ausprobieren, eine Ampel, und ihr macht den hier, das passiert selbst jetzt, dann wackelt das Auto mit. Und wenn ihr das einmal gesehen habt, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass der in der Kurve sich auch ein bisschen neigt. Ist jetzt nicht so schlimm wie bei einer Ente oder so, aber da ist schon doch mal mehr Bewegung drin, als man es von, sag mal, vielen modernen SUVs heutzutage gewohnt ist. Aber wie gesagt, der Jimny ist definitiv kein Auto, um flott über Landstraßen zu flitzen. Ich glaube, dafür wurde er wirklich nicht konzipiert. Das ist ein Auto, das tatsächlich seine Stärken ausspielt, wenn es ins Gelände geht. Aber das ist dann ein anderes Thema. Wir sind jetzt erstmal auf der Straße unterwegs, haben jetzt die ersten 15 Kilometer hinter uns und sind aktuell bei einem Durchschnittsverbrauch von 6,2 angezeigt. Das heißt, wir sind mal deutlich unter dem angegebenen Wert von 6,8. Und jetzt habt ihr hier zum Beispiel die Anzeige, ups, hier darf ich 80 fahren, na jetzt nur noch 60. Aber da könnt ihr tatsächlich mal so ein bisschen sehen, hier muss man schon am Ball bleiben. Und wenn du hier 60 fährst, geht's so. Aber ich denke, so zu schnell fahren mit dem Auto, kurvige Landstraße, eher keine gute Idee. Also hier ist jetzt zum Beispiel wieder 100 erlaubt. Wenn ich hier jetzt voll drauf treten würde, dann komme ich so doch an einen Punkt, wo das Thema Wohlfühlen neu definiert werden müsste. Thema Verarbeitung, Materialien, Komfort. Der Jimny ist ein kleines, sehr kleines Auto, das nicht besonders teuer ist, das gar nicht den Anspruch hat, extrem hochwertig zu sein. Der soll praktisch sein, der soll funktionieren. Und das kann er nur, wenn er auch zum Beispiel leicht zu reinigen ist. Wenn wir mal gucken, Kunststoff, 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 ah, kein Kunststoff, aber eigentlich überall Hartplastik. Und das Ganze gibt dem Wagen so ein bisschen, ja, einen robusten Look. Es ist, wie ich finde, vernünftig verarbeitet. Hier gibt es eigentlich nichts zu meckern. Die Oberflächen sind halt, wie gesagt, aus Plastik. Aber das funktioniert für mich. Das ist bei dem Auto völlig in Ordnung. Wenn ich mir jetzt das Thema Komfort anschaue, und zum Beispiel die Sitze, dann ist es so, man sitzt hier gar nicht schlecht. Ihr solltet einen schmaleren Hintern haben als ich, denn ansonsten merkt ihr rechts die ganze Zeit das Gurtschloss. Aber der Sitz als solcher bietet eigentlich genug Komfort.
Auch der Thema Kopfstützenhöhe und so funktioniert alles für mich. Was ich mir wünschen würde bei dem Fahrzeug wäre, gerade weil es eben für den Einsatz im Gelände prädestiniert ist, dass ich im Sitz ein bisschen mehr Seitenhalt habe. Also bei mir ist es so, ich roll hier eher über den Sitz, als dass ich im Sitz sitze. Ich weiß nicht, ob das bei kleineren Menschen besser ist. Falls einer von euch so ein Auto fährt und sagt, Mensch, ich bin deutlich kleiner als du, da sitzt man super, bitte gerne einen Kommentar schreiben oder eine kurze Nachricht schicken, würde mich tatsächlich interessieren. Bei mir ist es halt so, ich habe ja das Gefühl, dass ich mich tatsächlich am Lenkrad festhalten muss, um hier gerade sitzen zu können, ohne meinen Rücken komplett zu zerstören. Für einen Beifahrer gibt es vielleicht auch deshalb hier vorne noch so ein Haltegriff, wo er sich arretieren kann, wenn man dann mal zum Beispiel Offroad fährt. Aber wie gesagt, Thema Komfort, alles was man wirklich braucht, hat das Auto an Bord. Und ich denke, man kann es hier gut aushalten. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem Auto 1000 Kilometer am Stück fahren wollen, aber wie gesagt, dafür ist er auch nicht gedacht. Zu der Handschaltung hier im Fahrzeug, da habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, so die ein oder andere Pressestimme gesehen, die sagte, diese Fünfgangschaltung wäre ein bisschen hakelig und wäre an einem relativ großen oder langen Schalthebel zu bedienen. Ganz im Ernst, ich finde, der lässt sich wirklich sauber und ordentlich schalten. Die Länge des Schalthebels ist mir hier im Auto mal völlig egal, denn das ist ein Offroad-Fahrzeug oder ein SUV in dem Fall, also sagen wir eher ein Geländewagen. Da ist das so ein bisschen rustikaler, völlig in Ordnung. Die Schaltwege sind für das Auto, wie ich finde, völlig in Ordnung, völlig passend. Und auch der zweite Hebel, den ich eben habe, um die Untersetzung und den Allrad einzuschalten oder zuzuschalten, ist beides gut erreichbar, funktioniert beides. Für mich völlig okay. Was man hier auf dem Stück Strecke ganz gut merkt, ist das Thema Fahrwerk und Geschwindigkeit. Denn die Straße hier ist so ein bisschen uneben und wie gesagt, hier kommen auch so ein paar etwas engere Kurven. Hier merke ich tatsächlich das weiche Fahrwerk, denn der Wagen bewegt sich zwar, aber diese richtigen Unebenheiten im Boden, die schluckt er dann wiederum relativ gut weg. Liegt eben daran, dass er zwar auf der einen Seite gerne wankt und nickt und sich neigt, auf der anderen Seite aber eben dadurch solche Unebenheiten einfach ausfedern kann. Und das macht er relativ gut, vor allem wenn man überlegt, dass der Wagen doch einen relativ kurzen Radstand hat. Was tatsächlich schön ist mit so einem schmalen, kleinen Auto, ist, wenn man so auf Landstraßen unterwegs ist wie hier, wo es manchmal ein bisschen enger wird. Mit dem Auto hier, wenn du damit ganz nach rechts fährst, da passt also links auch problemlos ein großer LKW an einem vorbei, ohne dass es dazu kommen könnte, dass man einen neuen Spiegel braucht. Das ist so ein Vorteil an so einem kleinen Auto. Übrigens auch super, wenn ihr mit dem Fahrzeug irgendwo einparken müsst. Zum Beispiel, sagen wir so, die typischen Supermarktparkplätze, da wo ihr normalerweise überlegt, kriege ich die Tür noch auf, habt ihr hier Unmengen an Platz. So, jetzt kommt hier eine scharfe Kurve, mal gucken, kann man das mal schön sehen. Ja, das ist nicht seine Welt, da ist er nicht zu Hause. So, ich habe jetzt nicht ganz 25 Kilometer hinter mir, also 24,2. Und aktuell Durchschnittsverbrauch angezeigt 6 Liter. Jetzt geht's aber auf die Autobahn. Ich bin mal sehr gespannt, wohin sich der Verbrauch dann entwickelt. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie euch das Thema Geräuschentwicklung im Auto gefällt. Aber dazu jetzt gleich mehr. Wir fahren jetzt auf die Autobahn. Wie immer beschleunige ich mal durch. Und dann schauen wir mal, wohin uns die Reise bringt. Und wie unsere Durchschnittsgeschwindigkeit dann gleich im Auto ausschaut. So, das ist jetzt die Autobahnauffahrt. Auch da, wenn ihr so ein Auto fahrt, nicht zu schnell. Es ist einfach dann kein Wohlbefinden mehr möglich. Jetzt beschleunige ich durch. Aktuell bin ich im dritten Gang. Dann schalten wir auf die 4. Wir fahren jetzt fahren wir 100. Der Wagen ist jetzt bei 4000 Umdrehungen, also ich habe noch 2000 über. Komme jetzt gerade Richtung 120. Wie ihr aber merkt, die Geräuschkulisse, die verändert sich im Auto. Lässt er mich raus, bestimmt. So. Höchstgeschwindigkeit vom Wagen ist übrigens angegeben mit 145. Ich fahre jetzt hier mal kurz 140. Kann euch aber sagen, wenn es windig ist auf der Autobahn mit dem Wagen, also es erinnert mich so ein bisschen an das Lied von Pur, Abenteuerland.
das ist einfach nicht das, wo der Jimny hingehört. Autobahn, ich fahre jetzt so 120 wieder. Das ist eine Größenordnung da. Das ist okay. Eigentlich würde ich beim Suzuki immer sagen, alles was so über 100, 110 ist, da wird es dann schon ein bisschen unruhiger im Auto. Neben dem Geräuschniveau, das ich hier habe, der Wagen ist halt hoch, schmal und leicht. Und das ist natürlich für den Wind die perfekte Angriffsfläche. Und das merkt man hier im Auto wirklich ganz deutlich. Also der Wagen ist tatsächlich eher auf der Autobahn, so was meine Empfehlung angeht, eher das Fahrzeug, um mitzuschwimmen bei einer Geschwindigkeit so zwischen 100 und 110. Das ist okay. Ich fahre jetzt gerade 110, da dreht er 3.500 Umdrehungen. Ist noch in Ordnung, was auch das Geräuschniveau angeht. Viel schneller, finde ich, sollte man mit dem Auto eigentlich nicht fahren, weil es eben dann unkomfortabel wird. Aber wer es nicht so eilig hat, für den sind sicherlich 100 oder 110 auch ausreichend. Am Heck von unserem Jimny sieht man nochmal diese Form des Fahrzeugs. Ne? Einfach nur ein Kasten, immer noch sehr schmal und immer noch sehr schön zu sehen sind die breit ausgestellten Radhäuser, die dem Auto so ein bisschen Kraft und Volumen geben. Außerdem wichtig am Heck, alles sehr robust gehalten, auch hier wieder Kunststoff und natürlich sehr viel Platz unten, sodass wir eben, wenn wir zum Beispiel in Senken fahren, überhaupt kein Problem haben. Und was auch typisch für ein Jimny ist, ist das aufgesetzte Reserverad auf die Kofferraumklappe und wichtig natürlich auch, was verbirgt sich dahinter. Viel ist es nicht, aber wir gucken trotzdem mal rein. Während meiner Autobahnfahrt hier, da wir ja es etwas ruhiger angehen lassen, habe ich mal ein bisschen Zeit und kann über das Thema Ablagen, Praktikabilität sprechen. Der Jimny bietet nicht wirklich viel Platz, dementsprechend haben wir auch nicht so viele Ablagen. Aber ich habe hier in der Tür eine sehr schmale Ablage, wir sagen so viel Platz. Da kann ich ein Portemonnaie reintun, da kann ich wahrscheinlich auch ein Handy reinstecken oder eine Zeitung oder so irgendwas oder ein Tablet. Das funktioniert. Ansonsten habe ich hier an der linken Seite keine Flächen mehr. Ich habe in der Mitte vorm Schalthebel so ein schmales Fach. Da passt quer mein iPhone 10 rein. Da passt aber sicherlich auch super ein Portemonnaie oder ein Schlüsselbund rein. Das funktioniert. Ich habe hier rechts unter dem Haltegriff habe ich nochmal eine kleine Ablage, so eine, wo ich oben was drauflegen kann. Und darunter habe ich ein Handschuhfach. Normale Größe ist aber mit der Bedienungsanleitung und dem Serviceheft und so weiter schon relativ gut gefüllt. Sowas wie Becherhalter in den Türen sucht er hier im Jimny vergebens. Es gibt zwei Stück und zwar hier in der Mittelkonsole. Hier habe ich nämlich einen Halter hinten, wo zwei Becher reinpassen. Davor habe ich nochmal eine kleine Ablage, wo man zum Beispiel auch super ein Telefon hochkant reinstellen kann. Und das war es dann aber auch mit Ablageflächen. Mehr bietet er einfach nicht. Wenn ihr jetzt hier vorne einen Becherhalter haben wollt, dann müsst ihr euch wahrscheinlich so ein System mit Saugnapf besorgen, sonst wird das nicht funktionieren. Da finde ich, hätte man vielleicht hier oder da noch ein bisschen was zusätzlich machen können, einfach um das Auto praktischer zu machen. Auf der anderen Seite brauche ich aber hier in der Mitte den Platz für zum Beispiel die beiden Schaltelemente. Nichtsdestotrotz, das ist das, was er hat. Mehr gibt's nicht. Was ich persönlich sehr praktisch finde, ist eine Sache am Kofferraum. Die zeige ich euch aber gleich nochmal separat. Der Jimny bietet mit aufgestellten Rücksitzen, und zwar senkrecht stehenden Rücksitzen, 85 Liter maximales Ladevolumen. Wichtig ist aber, die Sitze habt ihr normalerweise so, wenn jemand hinten sitzen soll. Das heißt, ihr habt noch weniger und damit eigentlich keinen Kofferraum mehr. Klappt man die Rückbank aber um, und zwar komplett, dann wächst das Ladevolumen an auf maximal 830 Liter. Das wiederum ist eine Zahl, die ist völlig in Ordnung. Und was ich häufig gemacht habe, ist auf der Beifahrerseite vorne und hinten jemanden sitzen gehabt und links einfach den Kofferraum vergrößert durchs Umklappen der Rückbank. Ein wichtiger Hinweis, was mir ganz gut gefällt, das ist hier die Oberfläche hier. Die ist nämlich schön robust und solide und außerdem habt ihr hier drunter noch ein kleines Fach. Da ist jetzt hier zum Beispiel bei uns das Sicherheitspaket drin, also das in dem Fall der Verbandskasten. Finde ich persönlich eine ganz praktische Geschichte, aber wie gesagt, mit aufgestellten Rücksitzen sehr klein. So, wir nähern uns dem Ende der Autobahnstrecke.
Mittlerweile sind es übrigens 30 Grad draußen und wir haben jetzt insgesamt knapp 50 Kilometer Strecke hinter uns. Und jetzt habe ich hier gerade die Verkehrszeichenanzeige die ganze Zeit an. Die ganze Zeit sagt es 80. Das heißt, ich kann gerade den Verbrauch nicht ablesen. Ist jetzt gerade nicht so praktisch, finde ich. Würde ich nämlich eigentlich ganz gerne. Schauen wir doch mal, ob sich das gleich noch ändert. Denn was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass der Verbrauch nach oben gegangen ist. Also wir sind, wenn ich das richtig gesehen habe, über den 6 Litern gelandet. Und jetzt schauen wir doch mal, was das Auto mir gleich sagt, wenn ich denn dann hier weiterkomme. So. Im Moment zeigt er immer noch die 80. Da kommt jetzt ein neues Schild. Vielleicht reicht das, um ihn zurückzusetzen. Ah, toll, jetzt sagt er mir, die 80 sind vorbei. Dafür ist Überholverbot. Macht nichts, ich werde trotzdem rechts überholt. Auch sehr spannend. Übrigens hat er hier auch noch eine Anzeige im Display für die Hochschaltempfehlung. Ist aber eigentlich nicht wirklich sinnvoll, denn bei dem Auto hier schaltet man von ganz alleine, weil man einfach sofort merkt, dass jetzt flott den nächste Gang rein. Sind am unteren Bereich, wie ich finde, relativ kurz übersetzt. Fühlt es zumindest an, weil der wird einfach laut. Das fühlt sich einfach falsch an, den Wagen hochzudrehen. Deswegen gucke ich da oder achte ich da tatsächlich überhaupt nicht drauf. Also normalerweise schalte ich schon, bevor diese Anzeige kommt. So, jetzt habe ich immer noch die Anzeige hier für das Überholverbot. Das würde ich jetzt tatsächlich gerne umstellen. Das würde ich jetzt tatsächlich gerne mal sehen, was denn hier... Ja, doch nicht, ich schalte doch nicht früher, als er mir sagt. Aber gut, also ja, die Anzeige kommt noch früher, als ich schalte, sehe ich gerade. Also ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet, wie wir gerade gemeinsam feststellen. Da ist es. Jetzt kann man einmal mit dem Druck hier auf Info am Lenkrad zeigt das an. Wir sind jetzt bei 6,5 Liter nach der Autobahnfahrt. Das finde ich aber okay. Also ich bin auf der Autobahn tatsächlich die meiste Zeit bis auf den Anfang 110 gefahren, weil mehr mag ich da einfach nicht, fühle ich mich nicht wohl. Und das ist jetzt zumindest bezogen auf den angegebenen Wert von 6,8 im Mittel, ist das in Ordnung. Also ihr seht hier zum Beispiel abbiegen bei 30, 40 km/h im dritten, überhaupt kein Ding. Ich schalte bei 50 spätestens hoch im vierten und das funktioniert ganz gut. Ja, also die Autobahn hat natürlich dafür gesorgt, dass die Verbrauchswerte ein bisschen hochgehen, aber wie gesagt, wir sind immer noch, zumindest bei der Anzeige, unter dem angegebenen Wert von 6,8. Wo ich hier gerade so gemütlich durch den Ort in dem LKW herzuckel, mal kurz ein paar Worte noch zu dem Thema Infotainment. Das hat zwar im Grunde genommen alles an Bord, was ich brauche, wenn ich mir so den Homescreen angucke, der ist ganz nett aufgeteilt mit 4 unterschiedlichen Bereichen wie Radio, angeschlossenes Telefon mit Apple CarPlay bei mir in dem Fall oder halt auch mit Navigation. Ist eigentlich ganz nett, hat aber einen, wie ich finde, relativ großen Nachteil. Das Display hat genauso wie hier vorne meine Cockpit, meine Rundinstrumente, einen Rahmen aus Hochglanzmaterial. Das ist nicht weiter schlimm. Das Problem, was ich aber mit dem Display habe, ist, dass das Glas, was hier verbaut wurde, also von dem Touchscreen, dass das ebenfalls wirkt, als wäre es Hochglanz. Das mag ausgeschaltet oder im Schatten bei maximaler Beleuchtung richtig toll aussehen. Wenn man aber so wie wir jetzt heute hier viel Sonne hat, dann ist das nicht so toll, denn das Navi steht gerade bezogen auf den Winkel, auf die Neigung zum Fahrer, ist leicht nach vorne gekippt, ist auch hier nicht einstellbar und ich habe, je nachdem von wo die Sonne kommt, massive Reflektionen auf dem Ding, sodass ich tatsächlich zeitweise nicht so viel erkennen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wenn ich mir zum Beispiel die Karte anschaue, das Display ist im Grunde genommen groß genug. Wenn ich mir aber die Satelliten, also die Navigationskarte anschaue, dann ist es so, dass sowohl oben wie auch unten, so sagen wir mal oben 2, unten 1,5 Zentimeter von diesem Display weggenommen werden
für allgemeine Informationen und der Rest ist die Kartenansicht. Und das ist dann tatsächlich nicht mehr ganz so groß. Funktioniert, sieht noch vernünftig aus, bietet mir die Hinweise, die ich brauche. Aber man hätte natürlich gerade bei der Karte eben vielleicht die ganze Fläche nutzen können, um die Ansicht zu haben. Finde ich persönlich hier nicht so optimal. So, jetzt sind wir wieder im Stadtbereich oder stadtnahen Bereich unterwegs. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich die Fahrt durch die Stadt auf unseren Verbrauch auswirkt. Während wir hier so gemütlich fahren, noch mal kurz zwei, drei Wörter zum Lenkrad. Ich finde, dass das sich relativ gut anfasst. Ich glaube, das ist ein Kunstleder oder Leder. Das hat ein paar Bedienelemente, so wie links die Möglichkeit, den Modus zu ändern, also Radio, Media Player, etc., Lautsprecherregler, vorwärts, rückwärts für die Titelwahl, Stummschaltung oder Info. Mit dem Taster kann ich hier die Anzeige meines Zentraldisplays umstellen. Und hat darüber hinaus auf der rechten Seite die Bedienelemente für den Tempomaten, die sauber funktionieren. Oder auch, wo ich den Limiter setzen kann. Und dann habe ich zusätzlich hier unten nochmal drei Tasten für die Bedienung des Telefons. Also entweder das gekoppelte Telefon, das über Bluetooth gekoppelt ist, oder wie bei mir jetzt das Telefon, das mit Apple CarPlay verbunden ist. Da ist übrigens so, dass ich in dem Auto hier mit diesen Tasten sowohl das Gespräch annehmen kann, als auch beenden. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Geht tatsächlich nicht bei allen Autos. Und dann kann ich hier auch noch die Sprachsteuerung aktivieren. Ich finde, das Lenkrad hat damit alle Bedienelemente, die ich wirklich brauche. Ist recht übersichtlich gehalten und es funktioniert auch alles gut. Wenn man einmal weiß, wo alles ist, ist das wirklich eine Bedieneinheit, die dafür sorgt, dass ich weniger hier rumspielen muss. Denn eine weitere Sache, die mir, alte Mann, bei dem Infotainment nicht gefällt. Ich habe am Infotainment, wie wir das von VW zum Beispiel kennen, keine Drehregler mehr. Kann also hier nicht mal eben leiser oder lauter drehen. Was sich einfach anbietet, weil das ist so nah dran. Das kann ich natürlich über das Lenkrad machen. Hier gibt es auch den Mute-Knopf. Also wenn ich es mal eben lautlos haben will, ist das ein Tastendruck. Wenn man aber versucht, hier am Infotainment selber die Lautstärke zu regeln, dann ist das ein relativ schmaler Regler hier auf der linken Seite. Der ist einfach nicht schön. Das ist einfach nicht angenehm zu bedienen. Wie gesagt, ich bin ja ein Freund vom Drehknopf, aber vielleicht bin ich auch langsam zu alt für diese Welt. Was ich übrigens auch sehr charmant finde, ist das Blinkergeräusch. Ich weiß nicht, woran mich das erinnert, aber irgendwie... Kennt ihr diese Figuren, wo diese Blechstreifen dran sind, so klack, 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 klack? So ähnlich klingt das auch. Passt aber irgendwie zum Auto. So, für mich geht es jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Bei gemütlicher Fahrt. Aktuell haben wir einen Durchschnittsverbrauch angezeigt von 6,5 Litern. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt während der Fahrt entwickelt. Eine echte Motorenpalette, die gibt es für den Suzuki Jimny nicht, denn es gibt nur einen Motor. Das ist ein 1,5 Liter Vierzylinder Benziner, der hat, um genau zu sein, 1462 Kubikzentimeter und der liefert uns 75 kW bzw. 102 PS und maximal 130 Newtonmeter Drehmoment. Der Jimny wird entweder über eine 5-Gang-Handschaltung betrieben oder aber über ein 4-stufiges Automatikgetriebe. Wichtig ist aber, die Automatik gibt es nur für die Komfortausstattung, nicht für die Komfort-Plus-Ausstattung. Der Jimny ist normalerweise ein Hecktriebler, hat aber natürlich einen zuschaltbaren Allrad und man kann auch noch eine Untersetzung zuschalten. Was man hier jetzt schön sehen kann, während ich an der Ampel in der Stadt stehe, sowas wie eine Start-Stopp-Automatik, die sucht man hier, glaube ich, vergebens. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass der Motor ausgeht. Es kann natürlich an der Klima liegen, glaube ich aber nicht. Wir haben übrigens mittlerweile 31 Grad draußen. Ansonsten tut die Stadt unserem Auto nicht gut, was den Verbrauch angeht. Also wir sind jetzt bei 6,6 Litern, die der Wagen anzeigt. Das heißt schon mal 0,1 mehr als gerade eben, nachdem wir von der Autobahn zurück waren. Und das irritiert mich doch ein bisschen. Ich kann es mir im Moment eigentlich nur damit erklären, dass der hier über die Klimaanlage so viel zieht. Aber bei 31 Grad und bei aller Liebe werde ich sie garantiert nicht ausschalten. Und jeder von euch, der das Auto kauft, wird im Sommer mit Klimaanlage fahren.
Und dann gehört eben auch sowas dazu. Deswegen die Info oder der Hinweis auf die 31 Grad Außentemperatur. Was man in der Stadt übrigens auch sehr schön mitkriegt, ist, dass man hier im Auto das Getriebe hört, wenn man fährt. Das ist so ein Geräusch, erinnert mich immer so ein bisschen an Sportwagen oder an ein echtes Offroad-Fahrzeug. Hat mich das Gefühl, man hört das Arbeiten. Ich finde das irgendwie ganz spannend. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Komfort plus, ist aber auch nicht wirklich laut, also stört nicht wirklich. Aber ich finde dieses Geräusch ganz spannend, weil das erinnert mich so ein bisschen an so ein robustes Fahrzeug, so ein robustes Fahren. Das nur so als kleinen Hinweis. Also ihr könnt tatsächlich hier die Geräusche oder Geräusche wahrnehmen, die ihr vielleicht von anderen Autos nicht mehr kennt. Man hört nämlich den Motor und gerade wenn man viel schaltet und langsam fährt, dann kann man so dieses Arbeiten von Kupplung und Getriebe hören, finde ich persönlich ganz spannend. Wo ich hier gerade so rumstehe, noch eine kurze Info zu den Bedienelementen hier im Auto. Ich habe hier oben, wie bereits erklärt, das Infotainment. Darunter habe ich zwei Lüftungen und einen großen, gut sichtbaren Knopf für die Warnblinker. Darunter ist die Einheit für die Klimaanlage. Hier habe ich links die Gebläsestärke, in der Mitte die Anzeige, was gerade passiert. Rechts daneben die Temperatur, die ich einstellen kann. Ich kann unterschiedliche Modi wählen, also wo soll jetzt gerade die Luft hinkommen. Ich kann auch auf Automatik klicken, funktioniert ganz gut. Wichtig, darunter ist die Reihe, rechts und links jeweils der elektrische Fensterheber. Links übrigens mit Komfortfunktion, also automatisch voll öffnen, voll schließen. Rechts hat das nicht, aber beide elektrisch. In der Mitte habe ich noch die Möglichkeit, das ESP auszuschalten. Und ganz wichtig, ich kann den Downhill Assist, also die Bergabfahrhilfe, anschalten. Das hat da sicherlich Vorteile, wenn ich tatsächlich mal im Gelände unterwegs bin oder zum Beispiel auch bei Schnee eine etwas steilere Straße runterfahren soll, denn damit hält er einfach oder versucht er zumindest die Geschwindigkeit zu halten. Dann klar Schaltung und Getriebe, Umschaltung für Untersetzung und Allrad. Und dahinter, ganz wichtiges, Komfort Plus, die beiden Schalter für die beheizbaren Sitze rechts und links. Wichtig hier aber, es gibt nur eine Einstellung bzw. zwei, nämlich an, aus. Also keine unterschiedlichen Stufen, sondern entweder ist die Sitzheizung an oder aus. Ganz im Ernst, wenn es mir im Winter kalt wird, ist mir das egal. Hauptsache, der Wagen wärmt schnell und eine Sitzheizung hilft. Da ist es wieder, mein Getriebegeräusch. Wenn ihr fährt, den Gang nicht wechselt und mal so vom Gas geht, das sind so Geräusche, die kriegt man heutzutage nicht mehr so oft sonst. Jetzt hier. So, da haben wir doch mal den Warner vom von der Auffahrmöglichkeit, weil da vor mir so ein Roller so langsam gefahren ist. Also das Auto meckert auf jeden Fall, wenn es eine Gefahr wittert. So, jetzt kommen wir wieder in meinen Lieblingsstadtteil, nämlich die Altstadt, und fahren jetzt auf Kopfsteinpflaster. Was man jetzt schön merkt, ist, der Wagen bleibt komfortabel, weil weiche Federung, aber das Geräuschniveau ist ein bisschen was anderes. Jetzt brummt es hier schon ein bisschen. Da merkt man halt dann doch, dass die Dämmung in so einem Auto eine andere ist als in so manchen anderen, etwas größeren Fahrzeug. Das hat mit, hab hier keinerlei Komfortnachteile bezogen auf meinen Sitz. Das ist alles relativ ruhig. In der Lenkung merke ich, so Resonanzen im Fahrzeug, so die Geräusche, und habe halt dann doch schon so ein paar Vibrationen, die hier durchschlagen. Das ist eben dann der Nachteil eines kleinen, leichten Autos. Aber wie gesagt, vom Sitzkomfort her ist das gerade bezogen auf den kurzen Radstand und die schmalen, dieses schmale Fahrzeug, das hohe Fahrzeug, immer noch völlig in Ordnung. Unser Verbrauch übrigens hat sich jetzt erhöht auf mittlerweile 6,7 Liter bei ruhiger Fahrt durch die Stadt. Wir hatten jetzt kaum Stop and Go. Jetzt sind wir nicht mehr weit weg vom
angegebenen Wert. Wichtig ist aber auch, Suzuki gibt den Wert für die innerstädtische Fahrt deutlich höher an als für die Überlandfahrt. Und das ist genau das, was wir hier gerade jetzt auch sehen, dass er sowohl auf der Autobahn wie auch in der Stadt, auf der Autobahn wie auch über Land weniger braucht als in der Stadt. Zumindest wirkt es aktuell. Nur ein kurzes Wort, während ich hier durchgeschaukelt werde, zum Thema Cockpit. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe hier zwei Rundinstrumente in so jeweils viereckigen Gehäusen. Links Drehzahlmesser, rechts Tacho. Mehr ist da auch nicht drin. Und in der Mitte gibt es ein kleines Hochkant-Display, das mir die wichtigsten Informationen gibt, wie aktuell Uhrzeit, Außentemperatur, Verkehrszeichenerkennung, gefahrene Kilometer, Tank, etc. Dass ich eben hier bei diesen Info-Button am Lenkrad umschalten kann. Jetzt habe ich den Verbrauch wieder. Die Reichweite wird angegeben, durchschnittliche Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Also im Endeffekt alles, was man so an Informationen braucht. Sieht ein bisschen rustikal aus, finde ich aber auch wieder, passt ganz gut zum Auto und ist vor allen Dingen, sowohl was die Rundinstrumente als auch was das mittlere Display angeht, vernünftig ablesbar. So, meine Fahrt durch die Stadt ist jetzt quasi vorbei und diese Stadtfahrt tut dem Verbrauch im Jimny nicht wirklich gut. Mein System hier zeigt aktuell an, Durchschnittsverbrauch jetzt 6,8 Liter, das heißt, der Verbrauch ist nach oben gegangen und das trotz sehr ruhiger Fahrt, trotz nur ein paar Ampelphasen und sehr wenig Stop and Go. Bin mal sehr gespannt, wie sich der noch bis zur Tankstelle verändert, denn in der Rest der Zeit, den werden wir jetzt, naja, zumindest zum Großteil über Land fahren. Ich habe ja während meiner Probefahrt die ganze Zeit gesagt, dass der Jimny auf der Straße seine Vorteile, sein Leistungsvermögen überhaupt nicht ausspielen kann und deswegen denke ich mir, unabhängig von der Testfahrt hier, fahre ich doch einfach mit dem Jimny mal dort, wo ich denke, dass er wirklich hingehört, nämlich Offroad. So, das hier ist eine normale Strecke mit ein paar kleinen Löchern drin. Ansonsten teilweise geschottert, so wie hier gerade. Aber da vorne kommt der Wald. Jetzt schauen wir doch mal, wie weit ich mit dem Jimny im Wald komme. So, hier habe ich jetzt das, was man vom Wald kennt. Ordentlich Wurzeln im Boden. Da holpert er ganz gemütlich drüber. Ich habe den Allrad eingeschaltet, damit er hier nicht Probleme kriegt. Ich hätte ja noch die Untersetzung über, aber ich kann hier aktuell einfach durchfahren. Das macht er ganz ordentlich. Jetzt kommt nämlich der Vorteil von diesem Auto wieder zum Tragen. Schön klein, schön leicht, schön wendig, mit Allrad, viel Bodenfreiheit. Und hier gehört er tatsächlich hin. Hier fährt er genauso, wie er fahren soll. Upsa. Aber so soll es halt sein. So, hier ist ein Weg angedeutet. Mal gucken, ob das was ist, was für uns funktioniert. Aber hier ganz ruhig, aktuell, erster Gang. Und hier sind auch wieder so ein paar Löcher. So. Aber auch hier, weil er auch so schmal ist, kommt man mit dem Jimny wirklich vernünftig voran. Also für mich hat er gezeigt, dass er das, was er können soll, definitiv kann. Und mehr mache ich auch nicht, weil wenn der sich nämlich festfährt, dann ist für mich der Tag auch gelaufen. Aber bis jetzt sehe ich hier keinen Grund, warum ich nicht einfach weiterfahren sollte. So, jetzt habe ich meine 100 Kilometer fast geschafft. Muss jetzt hier im Ort eine kleine Umleitung fahren, sollte aber mit den 100 Kilometern trotzdem hinkommen zur Tankstelle. Und das Auto zeigt an 6,8
8 Liter auf 100 Kilometer. Also haben wir quasi genau den Wert im Auto jetzt gerade angezeigt, der auch laut Herstellerangaben passen sollte. Ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, wie viel Liter ich denn jetzt an der Tankstelle nachfülle. Das war sie, meine Probefahrt im Suzuki Jimny 1,5 Liter Benziner. 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Bevor ich aber über das Auto und über den Verbrauch spreche, zeige ich euch noch kurz was zum Thema Aufhängung. Denn ich habe ja gesagt, die ist extrem weich, der Wagen wackelt sehr schnell. Und jetzt passt mal auf, das hier kann man sonst mit kaum einem Auto machen, vielleicht noch mit der Ente. Jetzt aber zum Auto im Allgemeinen. Was mir gut gefällt, das ist die Farbe, die Suzuki hier anbietet. Denn dieses Gelb ist echt ein Hingucker und vor allen Dingen mit dem Kontrast schwarz, von dem Auto reichlich hat. Wenn wir uns den Innenraum anschauen, ich finde ihn im Grunde genommen vernünftig und gelungen, denn der ist recht praktisch gehalten, der ist einfach gestrickt, der gibt so ein bisschen robusten Charakter. Ein kleines Minuszeichen gibt es von meiner Seite für das stark spiegelnde Display der Infotainment-Einheit. Und was ich natürlich schade finde, ich kann das Lenkrad nur höhenverstellen, nicht näher zu mir ranziehen, wäre für mich ein echter Plus, echtes Plus beim Komfort. Thema Platzangebot vorne für große Menschen gut geeignet, wenn sie nicht so breit sind wie ich. Hinten ist es sehr, sehr eng, aber wenn man den einen Sitz umklappt, hat man ein bisschen Kofferraum. Wenn man die anderen beiden Sitze, also Beifahrer und Rückbank, nutzt, kann man sicherlich auch längere Strecken bequem zu dritt im Auto sitzen. Wenn wir über das Thema sprechen, was gefällt mir sonst noch nicht am Jimny, das waren die Sitze. Die sind zwar komfortabel, aber wie ich finde, bieten sie viel zu wenig Seitenhalt, gerade für so ein Auto, das als echter Offroader durchgehen soll. Da brauche ich einfach ein bisschen Support von der Seite, damit mein Rücken nicht so stark beansprucht wird. Aber ansonsten finde ich den Innenraum, wie gesagt, ganz ordentlich. Er wirkt so robust, wie er wirken soll. Von außen, Design, Farbe habe ich schon gesagt, finde ich klasse. Ich finde es schön mit diesen ausgestellten Rathäusern. Obwohl das Auto so klein ist, hat es einen richtig eigenen Look, einen richtigen Auto mit Charakter. Thema Verarbeitung kann man sicherlich drüber streiten, aber ich finde, in dem Preissegment ist das, was er hier bietet, völlig in Ordnung. Und richtig überraschend fand ich übrigens bei den Assistenzsystemen, dass wir hier im Komfort Plus, in der Komfort Plus Ausstattung serienmäßig eine Verkehrszeichenerkennung mit an Bord haben. Jetzt aber zum Verbrauch. Der Suzuki Jimny ist angegeben mit seinen 102 PS mit 6,8 Liter auf 100 Kilometer. Und während unserer Fahrt haben wir gesehen, über Land ist er relativ sparsam unterwegs. In der Stadt braucht er ein bisschen mehr. Auf der Autobahn hält er sich in Grenzen, wenn man ihn nicht tritt. Und am Ende meiner Probefahrt hat das Fahrzeug angezeigt 6,8 Liter, also genau das, was in den Papieren steht. Und getankt habe ich tatsächlich auch 6,85 Liter, also wirklich sehr, sehr nah dran. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das für so ein kleines, leichtes Auto mit so einem kleinen 1,5 Liter Benziner an Bord relativ viel Sprit ist. Ich hätte den eigentlich eher gesehen bei 5,8, 6,0 oder vielleicht sogar darunter. Aber wie gesagt, es ist halt ein sehr kastiges Auto, also hat nicht unbedingt den besten CW-Wert der Welt. Und so robust, wie er aussieht, so robust steht er eben auch im Wind und dadurch braucht er ein bisschen mehr. Außerdem wichtig beim Auto, was man wissen muss, ist, wie fährt er sich? Und das ist ganz klar, auf der Straße, wenn man langsam fährt, okay, da kann es noch Spaß machen, wenn man schneller fährt, ist man einfach nicht mehr gut aufgehoben. Dafür aber im Gelände ein echter Bringer, denn der ist leicht, der ist kurz, der ist schmal, ideal für Feldwege, toll für einen Förster. Und ich denke ganz einfach, wer entweder ein Stadtauto sucht, das auffällt, indem man höher sitzt, das nicht zu teuer ist, oder aber wer wirklich Offroad fahren will, sollte mit dem Jimny einfach mal eine Runde drehen.